Wir sind heute eingeladen bei einem Jäger. Der hat selber ein Reh geschossen. Da gehen wir jetzt hin. Das kriegen wir zum Essen. Was mit deinem Heilfasten? Das mache ich nach dem Essen wieder. Hat sie irgendwas gebracht? Ja. Gut. Ja. Okay. Vielleicht werde ich es auch mal machen müssen. Heilfasten. Jetzt sind wir gleich da. Und ein Freund und Nachbar vom Robert verschenkt diese schönen Hufeisen. Da muss ich mir mal welche holen. Servus. Wie geht's euch? Gut. Du verschenkst die Hufeisen da vorne, gell? Ja. Krieg ich davon welche? Ja, klar. Einfach nehmen, oder? Einfach nehmen. Cool. Danke dir. Ich komm dich mal besuchen als Schmied. Jederzeit gern. Wenn du nichts mehr zu filmen hast, komme ich gerne vorbei. Genau. Cool, danke. Oder in der Schmiede in Wesselbrunn. Da sieht man, dass man bei einem Schmied ist. Das sind mal ganz neue Hufeisen. Ist ja witzig, habe ich noch nie gesehen. Boah, was ist das für ein Material? Schmiedebronze. Bronze? Gesägt, oder? Die Flügel sind gesägt dann? Oder das Ganze ist gesägt? Gesägt und dann geschmiedet. Stark. Bertrand, ich komme dich mal besuchen. Ja, vielen Dank. Ciao. Ein Schmied, Hufschmied. Natürlich mit Geschenkle. Kommt euch dieses Fenster hier irgendwie bekannt vor? Hat er von mir geschenkt bekommen. Hing bei mir ja an der Scheune. Schon. Oh. Cool. Juhu. Die sind bestimmt noch im Bett. Das ist so laut Musik. Ich glaube, wir müssen rein. Spiel mal was GEMA-freies, wo ich keinen Ärger auf YouTube kriege. Mach alles von mir. Stark. Jetzt zieht man Essen. Ja. Noch 10 Minuten etwa. Ein Hoch auf die Entschleunigung. Nachgekauft gleich. Und das war so super. Und es gibt aber Gemüse und so. Honig? Süß, was ist denn das für dich? Super, das wäre eine total nette Idee. Ach, und noch ein Karotten. Ja, weil ich dachte, ihr habt das. Das wäre auch zu zweit spülen. Ja. Oh, toll, das ist aber lieb. Ui, Dete.
toll, danke schön, Wahnsinn. Machst du nachher noch zum Schluss dann einen Espresso mit der schönen Maschine? Ja. Ein Mann mit Salatschleuder. Ja. Wo hast du dir dieses Messer gekauft? Auf Empfehlung von Herrn Ricotti irgendwo bestellt. Relativ wenig Fleisch, aber wenn, dann freue ich mich über so ein Stück von einem Jäger geschossenes Reh. Finde ich klasse, da gab es keine Tiertransporte, kein Tierleid, keine Medikamente. Und wenn ihr einen Jäger vielleicht in der Nachbarschaft habt, fragt ihn mal, was bei ihm so ein Stück Fleisch kostet. Der Kilopreis ist ziemlich günstig und es ist das beste Fleisch, was ihr kriegen könnt. Weiter geht's. Mal ein YouTube-Video machen. Die Wahrheit hinter Ricotti. Wenn die Leute wüssten. Sodom und Gomorra, sag ich nur. Ich glaube, du kommst nicht damit klar, dass Ricotti halt ein Gutmensch ist, oder? Jetzt muss ich euch noch was zeigen. Eine Dusche. Stark. Wunderschön, wo ich hier lebe. Ich habe echt großes Glück. Schaut euch das mal an. Thank you.